Dass ich ein wenig auf den IS-3 stehe, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Und eigentlich wollte ich ihn gar nicht schon wieder zeigen, aber ich habe eine Runde eingeschickt bekommen, die einfach so gut ist, zumindest von den Stats her. Deswegen habe ich das von, oh Gott, wie ist denn der Name? Los geht's! Under Evermore habe ich sein IS-3 Replay doch noch genommen, weil der Schaden ist wirklich super, bisschen was geblockt und von dem her sollte der uns ein bisschen Spaß bereiten. Und sind wir doch mal ehrlich, er schaut doch auch schön aus. Also da kann man sagen, was man will. Zwei Gunmarks drauf. Also von dem her sollte da schon was Gutes passieren. Ja. Wir sehen, er ist Top-Tier. Tier 8, 7 und 6. Und eine Kuriosität praktisch. Wir haben in seinem Team hier vier Artis. Zwei GW Panther, zweimal die Hummel. Gegner hat drei Artis lediglich, dafür aber einmal Tier 8 und zweimal Tier 7. Also sogar so egalisiert sich das ein bisschen. Und klassischerweise fahrt er für einen Heavy hier oben auf A1, A2. 04 steht schon, es ging verdammt schnell. Auf den Cromwell B Auto Aim. Ne, der war weg. Als auf den T37. Und da steht noch eine Su-101. Nochmal. Ja, wollte gerade sagen, nochmal Auto-Aim? Fragezeichen. Aber nee, in dem Fall hat er das selber gemacht. Und da kommt jetzt noch ein IS-3 rum. Leider ist er noch im Reload, aber er steht ja gut. Dafür, dass sie ihm nicht so leicht hier vorne auf seine weiche, lose Stelle kommen. Jetzt die Frage, wann kommen sie nochmal raus? Wann trauen sie sich nochmal? Na, bis jetzt sehr ruhig. T37 macht es da gut. Jetzt hat er aber die Faxen dicke und fährt mal etwas weiter vorwärts. Ah, oh nie, T32. Da sind noch die dickeren Dinger. IS-3 schaut jetzt nochmal raus. Er fährt sich so ein, dass er jetzt nicht so leicht beschießbar ist. Jetzt hat er geschossen. Dementsprechend kann er versuchen, einen zu setzen. Ja, T37 hat so ausgeschaut, als ob es gar nicht gewollt war. Aber total wurscht. Weg ist weg. So, oben auf die Kuppel. Ja, genau da. Perfekt geschossen. So schießt man, so trifft man. Jetzt kommt er rum. Ja, IS-3 hat natürlich jetzt das ausgenutzt, dass er nachgeladen hat. Aber in dem Augenblick kriegt er gleich nochmal eine zurück. Der Oho von seinem Teampartner kommt da rum. So, ja, nicht so leicht hier an dieser Stelle. Jetzt kommt da noch ein T28 Prott auch noch. Jetzt muss der Oho ein bisschen zurückfahren. Hat nicht mehr viel. Jetzt schützt er ihn sogar ein bisschen. Sieht man jetzt, dass er da vorhin fährt. Und sehr gut. Durch den Hit, durch die Ablenkung konnten sie den Prototyp gemeinsam rausnehmen. 3 zu 6. Und nochmal oben drauf geschossen. Macht er sehr gut. Schönes Stellungsspiel hier an dieser Stelle. Ah, da hat das Wackeln von der Su-101 gar nichts gebracht. Und jetzt da auf den Oho da hinten drauf. Ja. Da kann da nix. Oni, Entschuldigung, Oni, nicht Oho. Ich komme hier schon durcheinander. So viele Onos. Jetzt fehlt nur noch Yoko Ono. Und dann wäre es vollständig. So, auch da drauf. Und jetzt nochmal vorne drauf, oder? Ja, jetzt steht er super. Ah, wird von hinten aber zerstört. Ah, die AT ganz knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Und nochmal. Ja, die schießt sie jetzt langsam warm.
Und jetzt will er jetzt bewegen sich zurück Richtung Basis, weil da sind sie im Prinzip ganz offen. Die Gegner sind sogar auch schon drauf und der Jagdpanther nimmt jetzt irgendwann mal auch den Oho von ihm raus, weil dafür hat er einfach zu wenig KP gehabt. Ah, der war daneben. Ah, jetzt klappt er besser. Oh, sehr schön. Jagdpanther prallt hier ab. Er schießt Premium. Und komm. Ja, auch der geht nochmal durch die Panzerung ganz entspannt durch. Mit Premium ist die Welt halt besser. Oh, das gibt viele Flames. Und nimmt jetzt den Jagdpanther raus, obwohl er nicht mehr gesehen hat. Also schöner Blindshot. Und Auto-Aim auf den T-43 und rammt ihn jetzt wahrscheinlich. Ah, schade. Ein Rammkill wäre jetzt noch das i-Tüpfelchen gewesen. 10 zu 11, 12 zu 12. So, jetzt steht es doch wieder gleich. Und jetzt sind noch die Artis am Leben. Damit macht es das Spiel deutlich leichter und entspannter. Eine der Artis nimmt noch den T-28 raus. Aber der Krieger ist auf jeden Fall noch drin. Theoretisch ist sogar Radley Walters drin. Aber da müsst ihr alle drei bekommen. Er sagt, Löwe Basecap ist gar nicht doof. Nicht im Sinne von, dass er die drei Kills bekommt, was so ein netter Nebeneffekt wäre, wenn die nämlich alle noch in der Base stünden. Aber, weil er ja wirklich so in der Tendenz, wenn sie jetzt schon im Cap fahren würden, dann würden sie nicht mehr zurückkommen. Bis jetzt aber noch keine der Artis irgendwo gesehen. Der Löwe bewegt sich jetzt wohl Richtung eigener Basis zurück. Na, da ist die AT. Oh, Auto-Aim. Jetzt quält sich die AT da hoch. Boah, war der Schuss knapp. Und er macht aber ihn sogar mit einem Munitionslagertreffer. Ja, nicht verkehrt. Also, erste AT ist schon mal beseitigt. Damit ist der Krieger schon mal eingeholt. Und wie gesagt, theoretisch Radley Walters noch drin. Müssten sie doch klar, ist schon die erste. Schau doch gar nicht in seine Richtung. Ideal. Weg damit. So, ein Kill fehlt noch. Schafft das? Schafft das nicht? Und er schreibt auch Last One for me. Und da ist sie. Hallo. Ah, hat das mit HE versucht, aber what a cheater, IS-3. Ja. Findet's wohl nicht so cool, dass er da zerstört wird. Und damit ist der 8. Kill, die Radley Walters, klar. 6042 Schaden. Effektiv waren sogar 6155, 2255 abgewehrt. Und man sieht einfach mal wieder, IS-3 kann einfach alles. Toller Panzer, ich mag ihn gern. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch ähnlich gut gefallen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.